Momentan befinden wir uns mitten in einer 10er-Reihe von extrem energiestarken Portaltagen. Und viele von euch haben das wahrscheinlich auch schon gespürt, denn es kommt schon immer wieder zu Lichtkörpersymptomen, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Schwindelheit, Verdauungsproblemen und so weiter. Und das Besondere ist, dass diese 10er-Portaltage jetzt eine Art Vollmond-Einweihung einleiten. Denn die täglichen Portaltage, die noch bis zum 10. September andauern, also dem Tag des Vollmonds, sind wie eine Art Eingangstor, in dem wir uns auf neue Wege machen. Jeder von uns macht sich auf einen neuen individuellen Weg. Ihr könnt einmal schauen, ob ihr das in eurem Leben auch beobachten könnt und wenn ja, hinterlasst das gern einmal in den Kommentaren. Und sobald wir diese 10 Portaltage hinter uns gebracht haben, durchlaufen wir für einen gesamten Mondzyklus, also bis zum Oktobervollmond, eine Art Einweihungsweg, auf dem wir uns entscheiden können, ob wir, ich sag mal in Anführungsstrichen, den rechten oder den schlechten Weg weiterhin gehen wollen. Das heißt, ob wir uns auf neue, unbekannte Herzenswege der Intuition machen und den Mut dafür aufbringen, oder ob wir aus Angst und Bequemlichkeit auf den alten, ausgetretenen Trampelfaden bleiben. Einfach nur, weil sie uns vertraut sind und wir meinen, dass wir dort mehr Sicherheit haben und es eventuell auch etwas bequemer zu sein scheint. Aber das ist natürlich eine Illusion. Und dieser Einweihungsweg, der dauert wie gesagt einen Mondzyklus, also ungefähr einen ganzen Monat. Und nach dem Oktobervollmond, den wir am 9. Oktober haben, durchlaufen wir weitere 10 Portaltage, die hintereinander erfolgen und in denen wir in die Handlung kommen. Das heißt, hier wird dann geprüft, ob wir auch wirklich mit unserem Handeln das umsetzen, was unser Herz uns sagt oder auch die Intuition oder göttliche Quelle. Und nach diesen 10 Portaltagen, die eben im Oktober erfolgen und die eine Art Prüfung sind, erhalten wir dann das, was wir selbst auf dem Einweihungsweg und in den Portaltagen verursacht haben. Haben wir aus dem Herzen gelebt, fliegen uns die Herzen und die Liebe entgegen und alles wird gut. Haben wir jedoch aus dem Ego gelebt, werden wir im Außen ein egoistisches Sein sehen und erfahren. Und um diesen besonderen Einweihungsweg noch besser zu verstehen, wurden schon viele Geschichten geschrieben und ich habe bereits einmal ein Video darüber erstellt, aus dem ich jetzt nochmal die wichtigsten Komponenten für euch zusammengefasst habe. Portaltage von Ursache und Wirkung. Diesen Weg, den wir jetzt durchschreiten, vom Eingangstor der Portaltage bis zum Ausgangstor, ist eine Art Einweihungsweg. Und dieser Einweihungsweg, der wurde auch in alten Überlieferungen beschrieben. Unsere Ahnen, unsere Vorfahren haben sich die Geschichten erzählt über diesen mystischen Einweihungsweg. Und sie haben diese Geschichten überliefert. Sie haben es immer ihren Kindern erzählt. Und die haben es ihren Kindern erzählt und so weiter. Und wir machen das bis heute. Und wir alle kennen diese Geschichte über diesen Einweihungsweg. Und er wurde auch einmal aufgeschrieben von den Gebrüder Grimm. Und wir kennen diesen Einweihungsweg unter dem Märchen Frau Holle. Und wenn man sich das Märchen anguckt, dann sehen wir darin, dass es beginnt mit dem Brunnen. Das ist das Eingangsportal. Das Mädchen macht sich auf den Weg, indem es durch diesen Brunnen geht. Und dieser Durchgang durch den Brunnen dauert 10 Portaltage. Wir haben uns auf den Weg gemacht und wir haben alle einen Einblick in diese paradiesische Welt, in die wir wollen, die zum Greifen nahe ist, in der Tiere telepathisch sprechen. Immer mehr Menschen erinnern sich daran, dass sie mit Tieren telepathisch sprechen können. Das wird in den Märchen ausgedrückt durch den schwarzen Raben. Und es gibt dort Nahrung im Überfluss, ein wundervolles Haus, eine liebevolle Mutter, eben diese Frau Holle, die zum
ein die Mutter, aber auch den Vater, den Himmelsvater repräsentiert. Und es wird gesagt, dass diejenige, die bei Frau Hölle arbeitet, die also den höheren Mächten dient, den höheren Kräften dient, sie muss gar nicht viel arbeiten, nur ein bisschen Hausarbeit, ein bisschen Blumen gießen und hin und wieder die Betten ausschütteln. Also nicht wirklich schwer arbeiten. Und das Mädchen repräsentiert natürlich einen weiblichen Aspekt. Also diese ganze Geschichte repräsentiert einen weiblichen Aspekt. Auf der Erde, also als die Geschichte anfängt, gibt es eine Mutter und zwei Töchter, kein Vater. Also es geht um den weiblichen Aspekt, den wir jetzt integrieren können in uns. Und auch in dem Bereich, wo Frau Holle ist, sind wieder die beiden Mädchen, wieder der weibliche Aspekt auf der höheren Ebene. Darum geht es jetzt. Und in dem Märchen werden zwei Wege beschrieben. Der eine Weg ist natürlich freundlich, hilfsbereit, fleißig. Und er hat sogar große Freude, er bringt große Freude mit sich, denn wir wissen ja alle, dass das erste Mädchen, wenn sie das Bett ausschüttelt und sieht, wie sich die Kinder auf der Erde darüber freuen, dass es schneit, bringt ihr das sehr viel Freude. Und der zweite Weg, der wird ja beschrieben durch die Schwester, die eben faul ist, egoistisch, neidisch, die sogar stiehlt, eben die Brosche und die Tiere nicht mag, den Struppi-Hund zum Beispiel. Naja, viele Menschen mögen ja auch nicht so sehr alle Tiere. Wir mögen vielleicht Hunde und Katzen, aber die anderen mögen wir oft nicht so sehr. Jedenfalls sieht man es ja oft daran, wie die Menschheit mit vielen Tieren umgeht, sie jagt und so weiter. So, und am Ende des Märchens gehen wir durch das Ausgangsportal, wo unsere Hände aktiviert werden. Und bei diesem Portal ist etwas ganz Wichtiges zu bemerken. Das Eingangstor ist das Eingangstor der Ursache. Das führt in die Ursache. Wir selber legen die Ursache. Und bei diesem Ausgangsportal empfangen wir die Wirkung. Es ist sowas wie das höchste oder das jüngste Gericht, so wird dieses Tor auch mitunter bezeichnet. Und je nachdem, wie wir uns auf unserem Weg, auf unserem eigenen Weg, wie die Menschen sich auf ihren eigenen Weg verhalten haben, kann der Durchgang dieses Tores ein Goldregen sein, ein Segen sein, aber es kann eben auch die Hölle sein, wenn eben das Pech übereinkommt. Und diese beiden Optionen gibt es im Moment. Also diese beiden Wirkungen gibt es im Moment. Und die Wirkung wurde immer von dem Mädchen selber verursacht. Aber dieser Weg, der beinhaltet eine ganz große Chance, die ausgedrückt wird durch die Raupe Pimpinella, die sich ja in einen wundervollen Schmetterling transformiert. Also sie symbolisiert die Transformation. Und das ist das, was im Moment stattfindet. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie können wir uns am besten vorbereiten auf diesen Durchgang dieses magischen, mystischen Portals? Ja, wenn wir ganz ehrlich sind, hat ja jeder von uns, also die gesamte Menschheit, ich glaube, da kann sich keiner von frei nehmen, jeder hat ja irgendwo, ich will jetzt nicht sagen Leichen im Keller, aber hundertprozentig ist ja niemand. Und jetzt geht es einfach darum, sich dennoch gut auf dieses Portal vorzubereiten, dass man wirklich gesegnet darunter durchgeht. Und eines der wichtigsten Ratschläge ist, dass wir jetzt zum Beispiel, wenn wir uns die Qualität angucken, unsere Finger werden aktiviert. Was ja auch die Finger machen, ist manchmal zeigen sie auf jemanden, also so ein Fingerzeig. Und man zeigt nach außen und der hat Schuld und der hat Schuld und die Regierungen sind schuld und die Banken sind schuld und die Unternehmen sowieso und die sind ja alle korrupt und die Ärzte sind schuld, weil sie nicht genau wissen, wie Gesundheit funktioniert. Und so fallen uns 1000 Schuldige ein und die Menschen, die stehen auf der Straße und geben die Schuld nach außen. Und genau darum geht es bei diesen Portaltagen nicht. Diese Portaltage sind eine ganz persönliche Beziehung zwischen dir und dem Höheren. Und auch das wurde uns überliefert, zum Beispiel in der Bibel, steht ja auch im letzten Buch der Offenbarung, dass zum Ende das höchste Gericht kommt, am Ende der Zeit. Und wir sind am Ende der Zeit. Wobei ich natürlich sagen muss, die Bibel ist etwas verfälscht. Die Essener-Schriften sind da bisschen richtungsweisender, da kann man mehr draus entnehmen. Ja, und in den Essener-Schriften wird zum Beispiel auch in der Offenbarung beschrieben,
dass am Ende der Zeit die Kaufleute zum Beispiel jammern und klagen, weil niemand mehr ihre Waren kauft. Und genau das finden wir aktuell auch zu sehen. Und es sind viele andere Aspekte darin beschrieben, die ich auch gerne nochmal thematisieren kann, wenn euch das interessiert. Aber es würde jetzt zu weit gehen. Auf jeden Fall wird dort auch gesprochen davon, dass eben jeder Mensch am Ende der Zeit vor so eine Art persönliches Gericht treten muss. Also abgerechnet wird zum Schluss, würde ich mal so sagen. So, und das ist die Qualität des Portaltores. Und da geht es natürlich darum, dass wir jetzt nicht nach außen gucken, nicht auf die anderen Menschen gucken, was die alles falsch gemacht haben. Da gibt es immer welche, die haben das noch viel, viel schlechter gemacht. Sondern es geht darum, dass wir selber ganz, ganz ehrlich mit uns selber umgehen. Und zwar in drei Bereichen. Deine Gedanken. Wurden deine Gedanken immer von Liebe getragen und werden sie jetzt immer von Liebe getragen? Anderen gegenüber und auch dir gegenüber. Zweiter Aspekt. Wie sieht es mit deinen Worten aus? Sprichst du immer liebevolle Worte? Oder entgleiten dir auch mal Worte, die eben nicht so liebevoll sind? Und der dritte Aspekt, die Taten. Werden alle deine Taten von Liebe getragen? Und man muss ganz ehrlich sagen, ich meine, wir haben alle Jobs ausgeführt oder führen sie zum Teil aus, wegen des Geldes und nicht, weil es uns ein Herzensanliegen ist. Es gibt natürlich viele Jobs, wo sie sagen, ja, ist doch gar nicht so schlecht, ist ja ganz okay. Aber ich spreche jetzt hier von richtigen Herzensjobs. Und die haben wir halt alle ausgeführt oder führen sie zum Teil noch aus, die nicht wirklich wahrhaftig aus der Liebe geführt werden. Darum geht es jetzt, dass wir uns das halt ganz ehrlich angucken, ganz bei uns individuell. Du musst auch mit niemandem außen darüber sprechen, weil das ist eine persönliche Beziehung zwischen dir und dem Höheren, dass du dir selber deine Gedanken, Worte, Taten anguckst und erkennst, wo du noch nicht vollkommen in der Liebe bist. Wir sind noch nicht vollkommen in der Liebe. Wenn wir das wären, wären wir gar nicht mehr hier. Weil wir sind ja hier, um vieles zu lernen. Also von daher ist es okay, nicht ganz hundertprozentig zu sein, aber es ist wichtig, sich zu verbessern, Verbesserungspotenziale zu sehen, zu erkennen und auch quasi zu geloben, Besserung zu geloben und sich aus tiefsten Herzen dafür entscheiden, es in Zukunft besser zu machen. Und wenn du vor dieses Tor trittst und das Tor öffnet sich jetzt, dann können wir vorher nochmal darüber reflektieren. Und wenn du einsiehst, bestimmte Dinge, die du nicht wirklich so gut gemacht hast und wo du sagst, oh mein Gott, da habe ich jetzt echt Fehler gemacht und so. Es geht nicht darum, im Außensicht jetzt bei all den Leuten einzeln zu entschuldigen, sondern es ist eine persönliche Beziehung zwischen dir und dem Höheren. Dass du es vor dir eingestehst, vor dir selber und dich entscheidest, in diese Liebeskraft zu gehen, die jetzt mit voller Kraft runterkommt und von der Frau Holle repräsentiert wird. Und wenn wir dann durch dieses Tor treten, werden uns die Werkzeuge gegeben, die wir brauchen, um es besser zu machen. Wenn du dich entscheidest, es besser zu machen, werden dir die Werkzeuge gegeben, es besser zu machen. Wenn diese Entscheidung nicht stattfindet, naja, wir wissen ja alle, wie das Märchen ausgeht, was dann statt des Goldes auch unterkommen kann. Es ist somit aktuell unsere Aufgabe, nicht zu richten, nicht zu verurteilen, nicht mit dem Fingerzeig sich wie ein Richter aufzuspielen. Denn die menschengemachten Gesetze, die werden jetzt immer mehr verschwinden. Und wir sehen es schon, dass uns die Grundgesetze genommen werden, weil sie sind menschengemacht. Und an deren Stelle werden die kosmischen Gesetze treten. Und die kosmischen Gesetze wirken hier sowieso. Aber sie kommen jetzt in unser Bewusstsein. Und wenn wir sie in unser Bewusstsein aufnehmen und danach leben, dann merken wir, dass wir die menschengemachten Gesetze im Grunde genommen gar nicht mehr brauchen. Und unsere Aufgabe ist es somit nicht zu richten, denn dieses Richten obliegt nur dem höchsten Wesen, dem Wesen mit der höchsten Weisheit. Und welcher Mensch hat schon diese hohe Weisheit? Deswegen obliegt dem Menschen nicht das Richten. Unsere Aufgabe ist es hingegen, das Höhere zu verkörpern, indem wir eben uns von der Liebe oder auch von dieser Weisheit durchfließen lassen und sie ausstrahlen. Ausstrahlen zu unseren Brüdern und Schwestern. Und zwar ohne uns als Opfer zu fühlen oder zum Opfer zu machen oder zum Sklaven zu machen. Es geht jetzt um die Befreiung des Geistes,
also der Geist, der im Moment noch in Ketten gelegt wird oder war, wird sich jetzt befreien. Jetzt geht es um die Befreiung des Geistes. Und wir erkennen jetzt, dass unser Körper nur eine Art Avatar ist, ein Kleidungsstück, welches uns eben von der lieben Mutter Erde geschenkt wurde. Und wir müssen es irgendwann wieder zurückgeben zu ihr und bekommen wieder ein neues Kleidungsstück. Und es geht darum, dass wir erkennen, dass unser Körper nur der Avatar ist, den wir selber aber mit der Liebesenergie ausfüllen und durchfließen lassen können. Ja, und auch wenn uns das in der Vergangenheit nicht so oft immer gut gelungen ist, so können wir jetzt in die Herzenseinsicht gehen. Und die Hände werden aktiviert, um auch eben zu betenden Händen zu werden, eben um Vergebung zu bitten. Und wenn wir das aus tiefstem Herzen tun, dann wird es natürlich auch vergeben und wir können ruhigen Gewissens unter dieses Portal treten, um eben das zu empfangen, was wir selber verursacht haben und was wir selber in die neue Welt bringen wollen, damit wir mit diesen Händen eben das Neue aufbauen können. Und der abschließende Rat von Frau Holle ist dabei natürlich immer: Es kommt alles zurück. Das Gute, das Böse, das Pech und das Glück. Es kommt alles zurück. Jeder Tag kann ein neuer Anfang sein. Und es liegt ganz bei dir.